Ich bin auch kein Freund von diesem extrem positiv Denken, so ungefähr. Immer, ach, sagen wir, ich mache ein Recht auf schlechte Laune. Das ist auch, passt dann wieder zum Anfang mit dem grummeligen Angelegenheit. Also da bestehe ich drauf, weil wenn ich schlechte Laune habe, habe ich schlechte Laune. Herzlich willkommen zum Podcast Wirst du behindert? Der Podcast der Mainzer Erziehungswissenschaft. In diesem Format wollen wir gemeinsam mit unterschiedlichen Gästen über ihre verschiedenen Lebensthemen und alltäglichen Barrieren, gesellschaftlichen Tabus, Behinderung und Krankheit sprechen. Wir wollen auch der Frage nachgehen, an welchen Stellen unsere Gesprächsgäste im Alltag behindert werden. Es geht uns dabei ganz explizit um das Behindertwerden und nicht Behindertsein. Warum genau? Das wollen wir euch jetzt kurz erklären. Durch Sätze wie da kommt der Rollstuhl oder der Blinde, die Borderlinerin, werden Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen im Alltag oft stark auf ihre Behinderung oder Erkrankung reduziert. Es gerät dabei völlig aus dem Blick, dass es sich um individuelle Menschen handelt, die mehr sind als die Diagnose, die ihnen zugeschrieben wird. Oft geht es hier auch um Andersartigkeit, Besonderssein, Normalität. Sind Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen anders? Anders als wer? Und was heißt es schon, normal zu sein? Wer bestimmt das eigentlich? Medizinische Diagnosen helfen dabei, Krankheitsbilder oder Gesundheitsprobleme einheitlich zu systematisieren und zu behandeln. Dabei werden die persönlichen und individuellen Lebensumstände eines Menschen im Grunde nicht berücksichtigt. In der Erziehungswissenschaft gibt es die aktuelle Diskussion, ob die Unterscheidung in die Kategorien behindert und nicht behindert überhaupt notwendig und förderlich ist. Denn einerseits soll eine angemessene finanzielle und soziale Förderung gewährleistet werden, die es aktuell nur dann gibt, wenn eine Beeinträchtigung diagnostiziert wird. Andererseits werden Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung durch eine Diagnose sehr häufig mit einer Art Stempel oder Etikettierung versehen. Das führt sehr oft zu Stigmatisierung und sozialem Ausschluss. Mit Blick auf die Inklusion stellt das eines der größten Dilemma überhaupt dar. Denn ist es überhaupt inklusiv, wenn die Andersartigkeit der Menschen mittels ihrer Diagnose oder einer Bezeichnung so explizit hervorgehoben wird? Und kann man den individuellen Bedürfnissen eines jeden gerechter werden, wenn man solche Bezeichnungen vermeidet? Wenn man das alles weiterdenkt, stellt sich die Frage, ob eine medizinische Diagnose nicht zu viel, sondern im pädagogischen Sinne oftmals nicht ausreichend ist. Es werden verschiedene Symptome in den Blick genommen. Die individuellen Herausforderungen, die sich aus der Diagnose ergeben, werden dabei aber nicht berücksichtigt. Und geht es nicht eigentlich genau darum, um das, was aus der Diagnose, dem Gesundheitsproblem oder der Erkrankung resultiert? Um mangelnde Partizipationsmöglichkeiten, bauliche Hürden, finanzielle Hürden, rechtliche Grundlagen, soziale Vorurteile, erschwerte Arbeitsbedingungen und mangelnde Barrierefreiheit auf allen Ebenen, Barrieren wie Treppenstufen, Arbeitsmöglichkeiten, Zugang zu Informationen im Netz und Kommunikation jeglicher Art. Somit sind bei einer Diagnose nicht nur die konkreten Symptome relevant. Es entstehen durch eine Erkrankung oder Behinderung Wechselwirkungen zu verschiedenen sozialen und persönlichen Herausforderungen, die den Alltag einer Person beeinflussen und behindern können. Das Bewusstsein über diese Wechselwirkungen und die Bedeutung von Umweltfaktoren kann dann dabei helfen, Menschen im Rahmen ihrer individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten die bestmögliche Partizipation und Teilhabe zu ermöglichen. Darüber hinaus gibt es seit 2009 in Deutschland mit der sogenannten Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, kurz UNBRK, das festgeschriebene Recht auf uneingeschränkte Teilhabe und Partizipation in allen Lebensbereichen für alle Menschen. In der Infobox findet ihr zwei Links zum Nationalen Aktionsplan von Deutschland. Natürlich auch in leichter Sprache. Im Nationalen Aktionsplan ist formuliert, wie Deutschland die Forderungen der UNBRK umsetzen möchte. Dieser Podcast stellt sich die Frage, ob wirklich die Diagnose eine Behinderung ausmacht oder ob es nicht doch vielmehr die Umweltfaktoren und unser Umgang damit sind, die die Behinderung erst spürbar machen. Um diese Frage beantworten zu können, haben wir uns mit unterschiedlichen Menschen in ganz Deutschland getroffen und uns mit ihnen über ihre Lebensthemen unterhalten. Wir sprechen über die Herausforderungen, als Mensch mit Beeinträchtigung eine gute Arbeitsstelle zu finden, über verschiedene Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigung, über eine Erkrankung im Lebenslauf und was es mit Behinderung und Sarkasmus auf sich hat. Wir fragen nach, wie es ist, mit einer Depression zu leben und möchten erfahren, was es bedeutet, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben. Wenn euch die besprochenen Themen interessieren, findet ihr in der Infobox zu den jeweiligen Folgen zahlreiche Literatur- und Internetquellen. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören.
Gast dieser Folge ist der Magdeburger Cartoonist Phil Hubbe. Er ist durch seine Arbeit eine Person des öffentlichen Lebens geworden und erlangte eine weitere Bekanntheit dadurch, dass er sich selber eine eigene Sparte im Bereich der Cartoons schaffte, sogenannte behinderte Cartoons. Phil Hubbe selber erkrankte im Alter von 18 Jahren an Multipler Sklerose, kurz MS. Bevor wir jedoch zum Interview gehen, möchten wir unserer Folge eine kurze gemeinsame Grundlage geben, damit wir alle zusammen ein gemeinsames Verständnis davon haben, wovon wir eigentlich sprechen oder woraus die Fragen resultieren, die wir Phil Hubbe stellen wollten. Ich selber arbeite zwar schon seit einigen Jahren mit Behinderten oder Menschen mit Behinderung, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, zusammen und hatte während dieser Zeit auch schon Kontakt zu MS-Erkrankten, aber eine genaue Vorstellung hatte ich nicht, außer dass sie den Namen Krankheit mit den 1000 Gesichtern trägt. MS, ausgesprochen Multiple Sklerose, ist eine autoimmune Erkrankung, was meint, dass der eigene Körper gegen sich selber kämpft, ohne dass dies uns durchgehend im Alltag beeinflusst oder beeinträchtigt. Eine andere Autoimmunerkrankung ist beispielsweise Asthma, das deutlich mehr Leute kennen. Die Krankheiten sollen aber nicht miteinander verglichen werden. Es geht nur darum zu zeigen, dass es mehrere solche Erkrankungen gibt und manche sich krasser zeigen, andere nicht. Zuerst vielleicht ein wenig zu den Zahlen von MS. Weltweit sind ca. 2,5 Millionen Menschen an MS erkrankt. Manche Quellen sagen, in Deutschland leben derzeit mehr als 240.000, andere sagen ca. 120.000 Menschen mit MS. Dabei erkranken Frauen ca. doppelt so oft wie Männer. MS tritt in der Regel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. Wie schon gesagt, das Einzige, das ich bisher zu MS so wirklich wusste, war, dass es sich um die Krankheit mit den 1000 Gesichtern handelt. Weiter kann man erklären, dass es sich neben einer Autoimmunerkrankung auch um eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems handelt, das sich neben dem Gehirn auch auf das Rückenmark, also Bereiche entlang der Wirbelsäule, bezieht. Durch das Rückenmark werden Informationen vom Gehirn aus in die verschiedenen Teile des Körpers gesendet. Dabei funktioniert das Rückenmark wie eine Art Kabel, das durch eine Schutzschicht isoliert wird. Durch die benannten Entzündungen kommt es zu Schwachstellen in der Schutzschicht, die wiederum dazu führen, dass Reize an Stellen austreten, wo sie erstmal gar nicht hingehören. Das heißt nicht, dass die Reize zwangsläufig wehtun, aber sie kommen nicht mehr am Ziel an, sondern gehen irgendwo im Körper verloren. Dies muss nicht durchgehend der Fall sein, sondern entwickelt sich über Stunden und kann dann über einige Zeit, je nachdem Stunden, Tage, Wochen, abhängig von der Person, andauern. Treten im Körper mehrere Entzündungsherde gleichzeitig auf, so kommt es zu einem Schub. Da sich dieser Schub meist innerhalb mehrerer Stunden oder Tage entwickelt und nach einiger Zeit erst wieder nachlässt, ist dieser nicht zu verwechseln mit einem plötzlichen Anfall, bei dem eine Person von jetzt auf gleich reagiert. Nach einem Schub können Vernarbungen des Nervengewebes auftreten, im besten Fall tritt aber eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand wieder ein. Nochmal, da es sich bei MS um die Krankheit mit den 1000 Gesichtern handelt, können die Symptome je nach individuellem Fall sehr unterschiedlich auftreten. Bei Betroffenen können beispielsweise motorische Störungen wie Lähmungen oder Sehstörungen in Verbindung mit Gefühlsstörungen der Haut auftreten. Meist fühlen sie ein Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl. Es können aber auch Beschwerden wie Blasenentleerungsstörungen bis hin zu einer Inkontinenz, vorzeitige Erschöpfbarkeit, depressive Verstimmungen oder Konzentrationsprobleme auftreten. Viele dieser Beschwerden sind oft von außen nicht so gut sichtbar. Ob es sich für Phil Hubbe bei MS um eine Erkrankung oder eine Behinderung handelt, haben wir ihn im Interview selber gefragt. Im Voraus nur so viel: MS ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie äußert sich bei jedem Betroffenen anders, von wenigen Beschwerden bis hin zu einer schweren Behinderung. Bei MS kann vom Versorgungsamt ein Grad der Behinderung festgestellt werden. Die Höhe des Grades der Behinderung richtet sich nach der Stärke der Auswirkung. MS kann dazu führen, dass Menschen also als schwerbehindert eingestuft werden. Als schwerbehindert gilt man ab einem sogenannten Grad der Behinderung von mindestens 50. Daraufhin erhält man dann Hilfe- und Nachteilsausgleiche, zum Beispiel Ermäßigungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkerleichterungen, erhöhte Freibeträge beim Wohngeld und so weiter und so fort. Wie es zu einer MS-Erkrankung kommt, ist bisher noch nicht vollständig geklärt. Das Abwehrsystem des Körpers spielt bei der Entstehung von MS allerdings eine zentrale Rolle. Ein Teilbereich des Abwehrsystems scheint fehlprogrammiert zu sein, weshalb es sich gegen den eigenen Körper richtet und deshalb Schädigungen an den Nervenzellen und Fasern verursacht. Es wird außerdem vermutet, dass genetische Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung von MS haben,
wobei es sich nicht um eine Vererbung, sondern vielmehr um eine Neigung handelt. Auch Umweltfaktoren wie Infektionen im Kindesalter oder ein Mangel an Vitamin D werden als Ursache vermutet. Als Cartoonist gehört es zum täglichen Brot von Phil Hubbe, Menschen mit seinen Zeichnungen zu irritieren und bewusst auf Themen des Alltags aufmerksam zu machen. Und so viel schon mal vorab, gerade mit den behinderten Cartoons macht er auf einen Alltag aufmerksam von Personen, die nicht unbedingt der Mehrheit in unserer Gesellschaft entsprechen. Er schreibt und zeichnet über Erfahrungen und Begegnungen von Menschen mit Behinderungen, die, ohne dabei eine Kritik mitschwingen lassen zu wollen, oft noch nicht in der Mitte unserer Gesellschaft, manchmal nichtmals am Rande dieser angekommen sind. Dabei bedient Hubbe sich in seinen Zeichnungen bewusst einer provokanten Art und Weise. Doch wenn von einer solchen die Rede ist, worüber sprechen wir genau und wie kann hier unterschieden werden? In der Vorbereitung auf diesen Podcast ist oft das Wort Sarkasmus gefallen. Doch was genau bedeutet Sarkasmus und wie unterscheidet sich dieser von Ironie und Zynismus? Ironie ist in diesem Kontext der wohl am leichtesten zu erklärende Begriff. Wer sich der Ironie bedient, meint mit seiner Aussage eigentlich das genaue Gegenteil. Spreche ich also davon, dass ich etwas wirklich toll finde und meine dies ironisch, stehe ich dem Thema eigentlich eher ablehnend gegenüber. Selbstredend ist hierbei, dass Ironie vom Gegenüber nicht immer direkt entdeckt wird, gerade wenn Mimik und Gestik nicht aufgenommen werden können und so für Missverständnisse in der Kommunikation sorgen können. Der Duden benennt Sarkasmus als beißenden, verletzenden Spott oder Hohn, der jemanden oder etwas lächerlich macht. Es handelt sich hier um eine bewusste Formulierung, die Hohn und Spott impliziert und den Adressaten verletzt oder lächerlich macht. Das klingt in erster Linie sehr hart, da niemand gerne verletzt oder lächerlich gemacht wird. Trotzdem sollte Sarkasmus nicht zwangsläufig als schlecht gesehen werden. Er regt zu Gesprächen an, die wiederum als Ausgangspunkt für gelingende Kommunikation und damit als Basis unseres Zusammenlebens gelten können. Wichtig hierbei ist jedoch, dass sich beide Parteien, Absender und Empfänger, darauf verständigen, wie der Sarkasmus gedeutet wird. Ist dies nicht der Fall, kommt es hierbei ebenso zu Missverständnissen wie bei der Ironie und kann durchaus zu Meinungsverschiedenheiten führen, die nicht immer friedlich auseinandergehen. Während Ironie und Sarkasmus sich auf einzelne Aussagen beziehen, versucht der Zynismus, sich wiederum in Form einer Denkhaltung gegen etablierte Normen und Werte zu richten und diese durch Ablehnung und Lächerlichkeit zu kritisieren. Durchaus werden hierfür ironische oder sarkastische Mittel verwendet. Generell lässt sich festhalten, dass alle drei Formen entweder zu dritt oder auch nur zu zweit miteinander verbunden werden können und oft nicht getrennt voneinander vorkommen. Wie durch die Differenzierung der Begriffe deutlich wird, beziehen sich Ironie, Sarkasmus und Zynismus, wenn auch nur sehr fein, auf unterschiedliche Sprachverwendungen und Sprachverständnisse. Diese Verwendung und Verständnis muss sowohl vom Nutzer als auch dem Adressaten bewusst sein. Hier kommt es zu ersten Barrieren in der Kommunikation. Nicht jeder verfügt über eine uneingeschränkte Möglichkeit der Sprachverwendung und des Sprachverständnisses. Sei es, dass ich mir bestimmte Formulierungen oder Worte nicht geläufig sind, oder manche Redewendungen und Sprichwörter nicht bekannt sind. Auch im Stil, wie Menschen sich ausdrücken, können Unterschiede liegen, die sich wiederum als Barriere erweisen. Es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen unserer Alltagssprache und derer, die im wissenschaftlichen Arbeiten verwendet wird. Wie schon bei Ironie erläutert, spielen auch Mimik und Gestik eine wichtige Rolle. Können diese nicht wahrgenommen werden, fällt es schwerer, das Anliegen des Gegenübers so richtig zu verstehen. Alles das, was neben der Sprache während einer Kommunikation stattfindet, nennt man nonverbale Kommunikation. Um nochmal auf den Titel des Podcasts zurückzukommen. Der Titel »Wirst du behindert?« leitet sich ab von dem Schulspruch »Bist du behindert?« Für viele Menschen ist das eine sehr anstößige Bezeichnung, je nachdem, wann und wo sie groß geworden sind. Das steht außer Frage. Viele nutzen diese Worte aber auch wie ganz selbstverständlich innerhalb ihres Alltags als Floskel, ohne dabei auf eine Beleidigung von Beeinträchtigungen mit Menschen mit Behinderung abzuzielen oder sich dieser Beleidigung überhaupt irgendwie bewusst zu sein. Doch nun zu unserem Gespräch mit Phil Hubbe. Ja, dann auf jeden Fall nochmal danke, dass wir heute hier sein dürfen. Die erste Frage, die ich Ihnen ganz gerne stellen würde, ist, dass MS auch die Erkrankung mit den 1000 Gesichtern genannt wird. Wenn ich mir Reportagen über Sie angucke, werden ganz viele verschiedene Charakterzüge genannt. Mal ist es grummelig, mal ist es nett,
Mal werden sie als Freund bezeichnet oder auch mit einer abwehrenden Haltung oder als der Ausnahmezeichner. Wie viele Gesichter hat Phil Huber eigentlich? Okay, die Verbindung habe ich noch gar nicht gezogen mit den 1000 Gesichtern und jetzt meine Beschreibung. Ja, da habe ich mich beschrieben, weil ich dann außen wirklich ein bisschen grummelig und dergleichen. Und das, wie weit das mit meiner Krankheit zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen zurückziehe. Aber ich habe in dem Sinne, ja, habe ich schon einige Facetten, die unterschiedlich sind. Das hängt davon ab, auch was, ob ich auf Arbeit bin oder ob ich mit Freunden unterwegs bin und solche Sachen. Und da unterscheidet es ja schon und da passt das in dem Sinne auch schon. Gut, 1000 Gesichter vielleicht nicht, aber in der Hinsicht. 999. Ja, 98 machen wir es so. Okay. Wir setzen uns jetzt ja gerade auch mit einer wissenschaftlichen Perspektive aus dem ganzen, mit dem ganzen Thema auseinander. Die Frage für uns wäre, MS, ist MS eine Krankheit oder eine Behinderung? Und wo wäre der Unterschied und wo würden Sie sich selber vielleicht einordnen? Und gibt es, wenn man von einer Behinderung sprechen will, einen unangenehmen Teil und vielleicht auch einen angenehmen Teil an dieser Einordnung? Ja. In dem Sinne, bei dieser Unterscheidung würde ich dann sagen, es ist eine Erkrankung. Kann zu einer Behinderung führen, aber wie Sie vorhin schon sagten, das ist eine Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Und da ist natürlich unterschiedlich. Bei mir zum Beispiel sieht man mir meine Beeinträchtigung, die ich habe, sieht man nicht an. Und ich würde in dem Sinne auch nicht sagen, ich bin eigentlich kein typischer Behinderter, wie man sich einen Behinderten vorstellt. Also ich habe keine Beeinträchtigung, die offensichtlich ist für einen Außenstehenden. Also ich habe meine Einschränkungen aber und sind auch teilweise eine Behinderung vielleicht für mich, aber nicht in dem Sinne, wie man Behinderung eigentlich sieht. Und so würde ich dann bei mir auf jeden Fall vorziehen den Begriff Krankheit. Und Behinderung in dem Sinne ist eine, wirklich eine richtig andere, schärfere, härtere Beeinträchtigung, die ich in dem Sinne so nicht habe. Und ich immer vorsichtig bin mit dem Begriff Behinderter bei mir, aber eigentlich schon. Aber das ist die Definition Behinderter. Ich meine, jeder Brillenträger, das hat auch eine Beeinträchtigung. Wenn man dann sagt, wo fängt Behinderung an und wo hört sie auf? Und das ist für die meisten ist aber eine Behinderung ein Rollstuhl. Also ich kriege immer oft die Frage, erstaunt stehen die Leute vor mir und fragen, wo hast du MS? Also denken, MS heißt dann Rollstuhl und sowas. Und ich arbeite ja auch mit diesem Bildsymbol Behinderung mit dem Rollstuhl, um einfach sichtlich zu machen, visuell, wie kann man eine Behinderung darstellen? Ich kann meine Beeinträchtigung in meinen Zeichnungen ohne Text schlecht darstellen. Weil wenn ich irgendwie müde bin, dann gleich in der Zeichnung, deswegen setze ich oft den Rollstuhl ein als Symbol für eine als Zeichen für Behinderung. Und ja, also es bin halt das beides. Also wenn die Krankheit richtig wirklich bei einem schwer ausgebrochen ist, dann hat ja eine Behinderung, eine schwere Behinderung dergleichen. Und in dem Sinne, ja, ist das schon. Die Frage nach dem Rollstuhl oder der Visualisierung ergibt sich ja dann noch ganz oft in dem Bild des MS-Rainer, der relativ oft. Ja, der MS Rainer war eine Figur, also der hatte ich ja bei einem meiner ersten Bilder, das war das mit den Schiffen, MS Rainer. Und ist mein Lieblingscartoon und ich weiß auch, dass es von vielen MS-Betroffenen, dass der Lieblingscartoon ist. Also den, weil das am einfachsten so Spielerei ist mit den. Das waren die ersten Zeichnungen, wo ich dann mit dem Begriff MS so ein bisschen gespielt habe, weil man da in der Öffentlichkeit eine Menge machen kann. MS, SM und sowas, so waren Sachen. Und da habe ich die Zeichnung damals gemacht und jetzt dann verbreitet im Internet, ohne dass ich da groß was zugetan habe. Und dann riefen bei mir, melden sich Leute bei mir, ob ich der MS Rainer wäre. Und daraufhin entstand auch noch eine Figur mit MS Rainer, wo ich dann in einem Buch dann so kleine Comic-Strips gemacht habe. Und ja, bin in dem Sinne MS Rainer, aber das war so, ja, so ein Auslöser. Und da ist natürlich auch der Rollstuhl, den ich damit einsetze, weil, ja, Behinderung kann man, muss ich einfach darstellen und das ist nun mal der Rollstuhl. Weil auch schon viele mal gefragt haben, was machst du mal mit Rollstuhl? Ja, wie soll ich das aber teilweise eine Behinderung ohne Erklärung dann das dann visuell darstellen? Und da ist der Rollstuhl ein gutes Symbol. Genauso bei Blinden. In der gelben Binde, drei schwarzen Punkten, rennt keiner mehr rum. Aber wie kann ich es am schnellsten, damit sofort einer erkennt, worum es geht? Ich habe da so ein bisschen Ärger mit einigen Gehörlosen, weil ich Gehörlose oft mit so einem Hörrohr zeichne. Und so haben ja schon geschrieben, kann ich da nicht mal ein Hörgerät zeichnen, richtig modern. Das sieht aber kein Mensch, das ist im Ohr drin, wie soll ich dann Hörgerät, dann kann ich ja kennt keiner, dass es ein Hörgerät einer ist, der gehörlos ist. Aber da kann man es nicht einrichten. Aber das sind so ja, einfach vereinfachte Mittel, mit denen ich dann da arbeite und Bindung dann darstelle. Okay. Der Titel des Podcasts ist ja Wirst du behindert? Eine bewusst provokative Frage. Auf Ihrer Homepage ist zu lesen, dass Sie in jungen Erwachsenenjahren an MS erkrankt sind. Welche Barrieren ergaben sich denn im Laufe dieser Erkrankung dann für Sie? Also extreme Hürden oder Hindernisse gab es für mich
Eigentlich in dem Sinne jetzt nicht. Ja gut, im Nachhinein betrachtet war für mich, ich habe früher Fußball gespielt und es war auch damals eine der ersten Fragen gleich, wie kann ich für Fußball spielen, bevor ich die Diagnose dann endlich bekam. Und ich habe auch dann wirklich noch 1,5 Jahre bei mir da auf meinem Verein, wo ich war, ein bisschen gespielt, habe mir eine Bandage umgemacht und dachte, es gibt mir ein bisschen mehr Halt im Bein, weil ich da mal wegknickte. Das war Quatsch, ging nicht weiter. Und das sind so die Einträchtigungen, wo ich dann merkte, sportlich, dass ich körperlich abbaue und dass ich im Sport nicht mehr groß was machen kann, außer ein bisschen Fahrrad fahren oder ganz normal rumgehen. Aber auch da brauche ich mein Tempo, ich kann nicht zu schnell und sowas. Das sind so die Beeinträchtigungen, die dann gewesen sind. Aber das sind da marginale kleine Sachen im Vergleich zu anderen. Also wenn ich daran denke, die damals, die gleichzeitig die Diagnose bekommen habe, sind einige von denen schon nicht mehr oder die sind gleich im Rollstuhl gelandet, wo ich dann mir sage, du hast verdammtes Glück gehabt. Das sind immer wieder bewusst, wenn ich dann andere sehe, die wie wirklich da Einschränkungen sein können. Und so waren das Gute bei mir aber auch der Vorteil, ich hatte ja durch meine Zeichnerei hatte ich ja noch eine Sache, die ich machen konnte und ich konnte die Gott sei Dank weitermachen. Andere, die sind rausgebrochen und haben keinen Job mehr. Und das ist das Entscheidende eigentlich, dass ich eine Aufgabe habe, was zu machen. Und die kann ich mir auch bloß, da ich selbstständig bin, mir selber, weil ich mir selber einteilen kann, die Arbeit, habe ich auch dann einen riesen Vorteil. Das ist natürlich dann, wo ich dann meine Einschränkungen natürlich dann so regulieren kann und einteilen kann und damit leben kann, ohne dass ich da extrem behindert, aber beeinträchtigt bin. Gab es denn beispielsweise aus der Barriere des nicht mehr Fußball spielen können nach den 1,5 Jahren eine Folgebarriere zum Beispiel mit sozialen Kontakten, dass da was weggebrochen ist und sich daraus Barrieren ergeben haben? Ja, also da ist eigentlich ein ganz Teil weggebrochen. Also ich stamme ja vom kleinen Dorf in der Nähe von Magdeburg und bin seit 88 erst hier in Magdeburg. Und da habe ich natürlich, die Kontakte sind überhaupt nicht mehr. Ich habe auch zu Hörsing, also zu dem Ort, wo ich herkomme, eigentlich ist kein richtiger Kontakt mehr. Es war eigentlich damals wirklich bloß der Fußball. Aber ich bin da nicht leid drum. Es war eine Etappe gewesen, okay. Bin auch vielleicht froh, dass ich den Fußball nicht mehr spiele, wenn ich sehe, wie manche andere, wie lange die ja nicht von los können und das noch weitermachen und sich jetzt noch die Knochen brechen. Nein, also ich habe da andere Möglichkeiten und andere gesehen. Ich habe was anderes, mich dann ein bisschen orientiert und habe das, ist natürlich schade, weil ich gerne Sport gemacht habe, dass ich das Sport nicht mehr machen kann, aber das habe ich dann eigentlich, ja gut, es hat eine Weile gedauert, zum Beispiel, was heißt Weile gedauert, ich war bis jetzt noch nie wieder da. Auf dem Fußballplatz bei mir im Heimatort, habe da mal Fußball geguckt, einfach sowas. Ich habe es mal gemerkt, wo ich dann mal irgendwann ein paar Jahre später woanders auf so einem kleinen Dorfplatz war und habe die da Fußball spielen sehen, da dachte ich mir auch, naja, du hast ja auch da mal so rumgebolzt. Hab dann gemerkt, dass ja irgendwie ein bisschen komisches Gefühl da schon ist, wenn man weiß, so hat man selber mal da rumgetobt, aber und da, also so gesehen, da sind Kontakte wirklich abgebrochen, wo ich aber unbedingt nicht leid bin, wenn ich weiß wirklich, wo es da der Bezug Fußball gewesen ist, oder zumindest in den sportlichen Sachen. Ich hatte mit denen anders keinen, während ich mit den Freunden, mit denen ich auch andere Interessen hatte, der Kreis mir geblieben ist und ich einen relativ guten Freundeskreis habe, mit dem ich klarkomme und mit dem ich wirklich auch regelmäßig in Kontakt bin. Und so gesehen, ja, haben sich ein paar dadurch abgebrochen Kontakt, aber andererseits natürlich sehr viel mehr neue wie auch ergeben. Also was ich da, also das ärgert mich aber auch wieder. Das möchte ich auch jetzt nicht sagen. Dank meiner Behinderung habe ich die Leute kennengelernt, weil das auch viele schreiben, weil wenn ich immer sehe auch so bei Facebook auch so, ach dank dir oder dank der Behinderung habe ich endlich mal und den Sinn des Lebens kennengelernt so ungefähr. Das ärgert mich auch, weil das ist Blödsinn. Das ist dann traurig für die Menschen, wenn er nicht einen anderen Weg gefunden hat außer der Krankheit. Die, sein Lebensziel zu finden und zumindest andere Freunde zu finden, wenn ich bloß durch die Krankheit dazu gekommen bin. Also, ja, kann ich auf die Krankheit verzichten in der Angelegenheit. Das ist so ein Spruch, was mich ein bisschen ärgert. Auch mit immer, ich bin auch kein Freund von diesem extrem positiv Denken, so ungefähr. Immer, ach, sagen wir mal, ich mache ein Recht auf schlechte Laune. Und das ist auch, passt dann wieder zum Anfang mit dem Grummeligen in der Angelegenheit. Also, da bestehe ich drauf, weil wenn ich schlechte Laune habe, ich schlechte Laune. Und wenn ich eine Beeinträchtigung habe und eine Behinderung, weil das auch so ein Wortklauberei für mich ist, es gibt ja auch Diskussionen jetzt immer, nicht Behinderte, sondern Menschen mit Beeinträchtigung wird dann gesagt. Oh Mann, das ist so Wortklauberei. Für mich ist entscheidend der Umgang mit den Leuten, nicht wie ich sie benenne oder so. Oder auch mit Taubstummen, okay. Da akzeptiere ich es noch, weil die wollen Gehörlose genannt werden. Sie sind ja nicht stumm, sie können ja durch Gebärdensprache und dergleichen. Da akzeptiere ich das aber, wie manche da vehement dagegen ankämpfen und so und da mit der Wortklauberei, das stört mich schon. Und so genauso ist es in dem Punkt auch, wenn es eben, ich habe eine Beeinträchtigung und wenn ich dann mir schlecht geht durch die Beeinträchtigung, dann will ich das auch zeigen und will mal schlechte Laune haben und nicht irgendwie durch, ach, irgendwas will ich schön, ich glaube an, ich finde es das schön, dass ich neue Leute kennengelernt habe und so und das ist nicht mein Ding so in der Richtung, das so positiv zu sehen, weil Beeinträchtigung, Behinderung ist nun mal scheiße auf Deutsch gesagt.
das so zu verleugnen, muss nicht sein. Das, ich muss auch sagen, ich habe dadurch wirklich Leute kennengelernt und auch vielleicht andere Seiten bei mir gesehen. Da ist schon was dran, dass man das bewusst erlebt, das Leben, weil man weiß, was man nicht mehr kann. Und geht man wirklich, schränkt man ein und sagt, okay, man wird auch egoistischer, sollte man zumindest sein. Zuerst mal an sich denken und nicht an die Umwelt weil, oder Umgebung, weil viele mal denken, oh Gott, wie kann ich dem das erklären oder ich muss auf die Rücksicht nehmen. Nein, erstmal muss man nicht selber denken, dass ich klarkomme in Angelegenheit. Und dann kann ich sehen und dann funktioniert es auch, kann ich mit anderen umgehen. Wenn ich für mich selber erstmal gefunden habe, damit umzugehen und klarzukommen, wird man egoistischer und ja, und ich bin lebebewusster, aber und habe wirklich sehr viel neue Freunde kennengelernt und habe auch neue Ecken entdeckt und dergleichen. Aber nicht deswegen zu sagen, dank meiner Krankheit, Gott sei Dank, das würde mir nicht in den Sinn kommen jetzt. Okay. Wir haben jetzt viel über die Zeit mit der bewussten Behinderung gesprochen. Wie war denn, also nachzulesen ist auf Ihrer Homepage, dass Sie zwischen Beginn der Erkrankung und der Diagnose 3 Jahre hatten. Wie war denn der Zeitraum dazwischen, ohne eine bewusste Grundlage zu leben? Ganz normal eigentlich. Nee, es war, das war während meines Grundwehrdienstes. Ich habe da auch Fußball gespielt. Das war der Vorteil damals, jedenfalls da, wo ich stationiert war, dass wir noch nebenbei Fußball spielen konnten. Wir kamen am Wochenende raus. Und das war ein bisschen anders als bei euch damals, jedenfalls bei Ihnen im Westen. Okay, gut, die waren damals noch gar nicht. Ist ja schon 30, über 30 Jahre her. Sorry. Nein, das war jetzt nicht. Nee, es war 85, ein Grundwehrdienst und fing an mit einer Sehnerventzündung. Und es ist wie durch so ein Milchglas schauen. Das ist, und da hat mich dann die Augenärztin, bei der ich dann da war, sofort Neurologie verwiesen nach Schwerin in der Klinik. Und da war ich dann 4 Wochen in der Klinik, haben mich dann sämtliche Sachen untersucht. Es gab damals kein MRT und sowas. Und haben mir nach einem entzündlichen Zahn gezogen als Ursache, wie er mit Cortison behandelt. Das ging dann auch mit Cortison als wir weg. Und das war dann für mich dann auch okay, in Ordnung, alles super. Und aber zu 70% ist eine Augensehnerventzündung so ein Vorbote für eine MS. Und ich denke mal, da werden schon einige es gewusst oder vermutet haben in der Richtung. Und zum Beispiel die Augenärztin mich gleich zur Neurologie schickte. Und dann dazwischen war eigentlich nichts gewesen. Alles so okay, alles war super. Und dann hatte ich ja mein Studium abgebrochen, weil ich Zeichnerei wieder machen wollte und hat dann angefangen in Schichten zu arbeiten, in keramischen Werken. Und da fing das dann an, dass ich also anfing zu tapsen, mein Bein nachzog und auf einmal ließ die Sachen fallen, die ich festhalten konnte und stolperte über eine Teppichkante und dergleichen. Und merkte, wie man schwächer wurde. Und ja, damals wohnte ich wie aber kurz bei meinen Eltern. Da haben wir den Dorfarzt irgendwas in Arzt da geholt und der meinte Überanstrengung. Ich war 21 Jahre, Überanstrengung, was soll der Quatsch, das kann nicht sein. Meine Frau, meine jetzige Frau, damals war Freundin noch, die arbeitet aber als Kinderkrankenschwester hier in Magdeburg und im Frühchenhaus, also in Neugeborenenstation und hat dann ihrer Ärztin mal erzählt, dass ich meine Sehnerventzündung hatte. Und die hat dann sofort gesagt, sofort zum Neurologen, also die wusste die Beziehung, die Verbindung. Und da konnte ich aber schon gar nichts mehr machen, also nichts mehr halten, nicht mehr gehen groß, also die war wirklich dann. Aber weil man das nicht kannte, habe ich mir da keinen so riesen Kopf drum gemacht. Und dann wurde ich aber dann Klinik, dann wurde eine LP gemacht, eine Ballpunktion. Und danach hat man die Diagnose, hat man dann umgestellt, dann habe ich dann Kortison bekommen wieder, gespritzt. Dann ging es immer so langsam, fing ich dann wieder an, durfte ich wieder versuchen zu gehen und alles Mögliche. Und war eine meiner ersten Fragen dann auch wieder, wann kann ich wieder Fußball spielen? Ich habe nicht ernsthaft irgendwas, das ist was Schlimmes, was sein könnte. Als ich wieder Treppen steigen konnte und hat mich dann der Arzt dann zu sich gebeten und hatte mir dann die Diagnose gegeben, so ziemlich hart, werden Sie aber schon bei meinen Interviews da mitbekommen haben. Ja, und da war, muss ich sagen, wirklich ein gewisser Vorteil, finde ich jetzt für mich, dass es noch kein Internet gab. Wenn ich heute die Diagnose bekommen würde, würde ich ins Netz gehen und würde mir gucken, was ich da dann alles an Informationen bekomme und nicht wüsste, wie kann ich das einordnen. Also mir keiner da eine Richtschnur gibt, woran, was ist seriös, was kann ich mir da. Hatte ich den Vorteil, ich hatte bloß diesen einen kleinen Büchlein, wo ein Professor da mir schrieb, waren zwar da die schlimmsten Fälle aufgeführt und da musste ich mit klarkommen, aber wenn man wieder laufen kann und wieder eigentlich keine Beeinträchtigung bei sich merkt, so richtig offensichtlich, ist natürlich das einfach zu verarbeiten, als wenn ich im Bett gelegen hätte und hätte mir das dann so lesen müssen, weil da waren wirklich fast bloß die schlimmen Fälle aufgeführt und deswegen ist ja auch der Spruch, MS denkt man eben, man sitzt gleich im Rollstuhl. Und so konnte ich das dann eigentlich, ja, war eine blöde Zeit, aber meine jetzige Frau ist bei mir geblieben, wo ich auch sagen könnte, sie wusste ja aus dem Bereich Medizin, was das mal bedeuten könnte, zu sagen, okay, das Risiko gehe ich nicht ein oder so. Ist aber geblieben und
Ja, also es war in dem Sinne auch wieder das Gute, Optimale mit der Wende eben. Da hast du natürlich dann, war für mich dann, hatte ich alle Möglichkeiten. Zu der Zeit war es nämlich so, ich hätte ohne Berufsausbildung, hätte ich keinen Job irgendwie machen können. Also es war so, man muss ja irgendeinen Abschluss haben. Und da hatte ich ja dann noch kurz angefangen, was da steht als Wirtschaftskaufmann. Das wäre bei Ihnen so Abendschule gewesen, so nebenbei das noch gemacht. Habe ich aber nie irgendwie in dem Beruf gearbeitet. Und dann kam mir die Wende und dann war das eigentlich mehr oder weniger egal. Und habe ich dann einfach versucht, dann mich dann zu bewerben mit meinen Zeichnungen, mit Karikaturen und sowas. Und so war für mich das eigentlich dann die optimale Konstellation. Und die Schübe, die ich dann währenddessen hatte, gingen alle mit Kortison größtenteils zurück. Es blieb nichts groß hängen. Und da war man eben noch relativ, wo ist man, optimistisch gewesen. Ist ja auch gut in jungen Jahren. Also wenn man jetzt dann schon gleich da aufgeben würde, dann wäre jetzt, wenn man jetzt angeblicherweise ist, wenn man älter ist, natürlich dann in anderen Augen sieht. Ich meine, den Job, den ich da, ja, mein Traum erfüllt habe, meine Zeichnerei, ist eigentlich brotlose Kunst in der heutigen Zeit auch. Also, wer kann wirklich davon leben? Also da bin ich, habe ich Glück, da bin ich ja einer der wenigen, mit der wirklich davon leben kann. Ansonsten sind das, ja, ist das nicht so einfach. Wenn mich einer fragt, den Job zu machen, ja, man muss ja Idealist sein. Und wenn das aber sich reinigen kann man davon. Bei mir war eben, dass ich mich da wirklich relativ ehrgeizig bin und nicht aufgegeben habe, ein Vorteil logischerweise. Dass ich jetzt natürlich noch so eine Nische habe mit meinen Behinderten-Cartoons, ist natürlich optimal, weil besser kann es nicht werden. Also könnte man auch in dem Schlussfolgerung so ungefähr, die Krankheit hat eigentlich mir bloß positive Sachen gebracht. Ohne meine MS würde ich ein ganz normaler Zeichner sein, der andere Zeichnungen auch macht und würde das Thema nicht bearbeiten. Könnte ich mich also auch hinsetzen und sagen, dank meiner MS. Sage ich aber nicht, weil das Quatsch ist. Jetzt haben Sie gerade das schon mit den damals Bewerben bei verschiedenen Sachen selber genannt. Also man kann nachlesen, wie da für Werbeagenturen gearbeitet, für Ministerien, für Pressekarikaturen, für Tageszeitungen, aber auch für den Kicker, MDR, ZDF Online. Sehr, sehr viel Öffentlichkeit. Wie oft ist Phil Hubbe mir vielleicht schon über den Weg gelaufen, ohne dass ich es gemerkt habe? Das kann ich auch, weiß ich jetzt nicht. Oder weiß nicht, in welchem Kreisen sie verkehren. Nein, also das ist, also wenn sie Fußballfans sind, Kicker, seit 2003 gibt es Kicker-Zeichnungen von mir. Also ich bin jetzt mittlerweile sind wir zwei Zeichner, wir waren ganz zu Anfang waren wir vier gewesen, aber er hat sich relativ schnell gelichtet. Jetzt bin ich mit Burkhard Fritsche. Also heute ist Burkhard Fritsche drin, ich war letzte Woche schon Kicker. Also ja, und dann, gut, hier in Magdeburg sind natürlich ein paar Sachen, wenn gibt es diese Müllcontainer, da sind Figuren von mir drauf. Die habe ich mir so eine Kampagne mal Zeichnungen dafür gemacht. Und ansonsten weiß ich nicht, ja, Tageszeitung, ich überlege gerade Rheinland-Pfalz oder Hessen, bin ich, glaube ich, in keiner. Wüsste ich jetzt nicht. Aber da sind Veranstaltungen gewesen. Bei behinderten Sachen, irgendwie garantiert haben sie Sachen von mir gesehen. Also, und wenn Sie nur mit das Thema Sonderpädagogik, logischerweise, wird irgendwo garantiert von mir schon was gesehen. Werden Sie schon was gesehen haben im Fernsehen? Ja, sonst. Es ging jetzt mehr um die allgemeine Öffentlichkeit, wo ich Phil Hubbe vielleicht schon mal Und das, was ich jetzt nicht so, hätte sehen können. ja, also, naja, das sind alles teilweise kleine, das klingt immer groß, wenn da steht, für Agenturen gearbeitet. Aber das sind natürlich dann Sachen, Agenturen sind in dem speziellen Thema jetzt da, wo ich viel zu tun habe. Aber ansonsten glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass ich da groß präsent und mehr als jeder andere nicht. Ich bin, ja, durch meine Behindertenkarte bin ich relativ und auch im Medien viel. Also, mein Verlagschef hat mal gesagt, dass ich im Lappmann Verlag bin, der mit der größten Medienpräsenz. Ist ja nicht schlecht. Hat sich zwar noch nicht so auf den Buchverkauf so extrem ausgelöst, wird, aber ist natürlich eine Sache, auch gut für den Verlag, wenn sie mal erwähnt werden in solchen Angelegenheiten. Und durch dieses Thema Behindertencartoons war ich natürlich dann öfters in Medien, war dann im Fernsehen auch dann auch eingeladen. Ist eine schöne Sache, aber ja. Wenn wir über den Verlag reden und vielleicht auch über Ihre Bücherreihe, die ja auch die Zusatzbezeichnung Behinderte Cartoons trägt. Jetzt haben wir eben schon, oder Sie haben es eben kurz schon angesprochen, die Streitereien, ob man jetzt Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen sagt, ist Behinderte Cartoons eine bewusste Provokation, die gewählt wurde? Oder wie kam die Bezeichnung damals zustande, von behinderten Cartoons zu sprechen? Als Provokation sehe ich es eigentlich nicht. Also wird immer gleich als Provokation. Nein, also ich fand, der passte der Begriff, weil es waren ja Cartoons über Thematik Behinderung und das in einem lockeren Spruch irgendwie. Und es steht ja in Anführungsstrichen behinderte Cartoons. Hatte ich da kein Problem mit und das passte wunderbar, dann nachher als Serie darunter zu setzen, der Begriff für mich. Und damals dann.
Aber ich habe es nicht als, gezielt als Provokation eingesetzt. Das sind so. Ich war damals froh, dass ich überhaupt einen Verlag gefunden habe, der das macht. Hat ja wirklich eine Weile gedauert, bis ich die da überzeugt hatte. Und dann war ja auch dann zu Anfang eben auch die Befürchtung so ungefähr, dass man mal ganz vorsichtig, das ist ein Thema, Tabu, geht gar nicht und sowas. Und hat ja war als einziger im Verlag war zuerst wirklich bloß der Verleger dafür gewesen und der Verkaufschef muss die Bücher verkaufen. Also er weiß, dass das schon ein bisschen problematisch ist und weiß, wie ein Buchhandlung damit umgegangen wird. Und es war auch wirklich so, dass damals das Buch rauskam in den kleinen Buchhandlungen, das Buch so gut wie gar nicht rumstand. Es war dann auch so eine nette Geschichte, rief mich eine Dame aus Hannover an und fragte dann, irgendwas erzählte mir dann, sie war in Hannover in der Buchhandlung und hat dann mal nach meinen Büchern gefragt, hat dann geguckt bei Comics Cartoons, hat sie nicht gefunden und fragte dann die Verkäuferin, ob sie auch die Bücher von Phil Hube haben. Ja, aber die stehen bei Sonderpädagogik. Also da merkt man, wie manche da doch ein bisschen Probleme mit der Angelegenheit hatten. Während den größeren Buchhandlungen, bei Dussmann oder sowas, da standen die dann. Und dann war das Gute, es war eine relativ, ja, doch Medienbegleitung gut gewesen. Also da ich ein bisschen das Publikum gewonnen ist, hat dann Tagesspiegel war ein Artikel gewesen, Frankfurter Rundschau, Kölner Stadtanzeiger. Und dann hat sogar Arte in Metropolis einen Kurzbericht über mich gebracht, da 10 Minuten. Und da war dann auch für den Märkten, dass es ein Interesse ist. Und dann war an Weihnachten die erste Auflage verkauft und da haben sie dann im Verlag dann keine Bedenken mehr gehabt. Und da sage ich dann auch wieder, wenn ein Verlag, der marktwirtschaftlich Gesichtspunkt ja denken muss und danach geht, wenn ganz trocken, nüchtern sagt, jeder zehnte Deutsche hat einen schwerbeschädigten Ausweis. Das ist eine riesige Zielgruppe. Die muss ich auch irgendwie abdecken. Also von der Warte sagt man auch, ist so eine, wo man was machen kann in Angelegenheit. Und seitdem ist es eigentlich mit kein Problem gewesen, ein Buch irgendwie durchzusetzen, oder zumindest eben. Aber man merkt es aber doch noch, wie in vielen Sachen vorsichtig dann sind. Und zum Beispiel einen Kalender, den ich auch rausbringe jährlich, den finanziere ich selber. Ich habe meinen Hertie-Preis, habe ich so 2006 bekommen. Das Preisgeld habe ich dann für den Kalender eingesetzt. Und die haben gesagt, wir machen den Vertrieb, der also läuft ja über den Verlag, läuft es ja noch. Wir machen den Vertrieb und das ist das Wichtigste eigentlich, den Vertrieb, weil den zu managen, das ist entscheidend. Aber den Druckkosten und dergleichen, das bezahle ich und dann wird das dann verrechnet, dann bekomme ich da noch ein bisschen Geld von. Aber da, auch selbst da ist dann schon, wo sie dann, weil ein Kalender hat ein kleines Zeitfenster, der ist in einem Jahr abgelaufen, wenn, während ein Buch natürlich länger laufen kann. Und da merke ich dann immer noch schon bei solchen Sachen oder Tageszeitungen, wie vorsichtig bei der Thematik sind. Es wird ja teilweise ein bisschen schlimmer, wenn ich da höre, Diskussion mit Ralf König, mit seiner Zeichnung, die in Brüssel da gemacht hat, mit Schwulen, wo sie halt auch wieder aufregen, Political Correctness. Ey, er hat die Figur schon immer so gezeichnet und jetzt kommen Leute an und regen sich da so auf und machen so Scheindiskussionen. Oder jetzt, wenn ich sehe, dass eben die New York Times keine Karikatur mehr druckt, aufgrund dieser einen Zeichnung Diskussionen da gegeben hat. Und da habe ich ein bisschen Befürchtung. Oh, merke ich ja dann auch. Also meine Zeichnungen kommen bei den Magazinen, die sich mit der Thematik beschäftigen, werden sie gedruckt, weil die eben ja ihre Leserschaft haben, die keine Probleme haben. Aber im normalen öffentlichen Diskurs tauchen die nur auf eben mit begleitendem Text oder Erklärung, der Mann ist ja selbst betroffen. Aber ansonsten. Dazu sagte der MDR um 12 Sportmoderator Thorsten Melzer mal, dass sie sich im Rahmen bewegen und diesen ausreizen, aber eben nicht sprengen. Würden Sie das ebenso sehen oder wie stellt sich dieser Rahmen zusammen und wo wäre eine Sprengung des Rahmens überhaupt erreicht? Torsten Melzer, mit dem war ich so mal Armee. Der hat mit mir damals, als ich meinen Grundwehrdienst hatte, war er 2,5 Jahre höher, das heißt ein Jahr älter als ich. Wir kannten uns daher schon und er hat ja sein Bein, das kam ja später, das war ja nicht während der Armeezeit. Gut. Nein, also wir haben zusammen auch Fußball gespielt und ja, es ist aber auch, da ist ein bisschen Vorsicht bei ihm, mit dem, wo auch für die Grenze so ungefähr man irgendwo zieht. Ich habe also richtig keine Grenze. Also, wenn mir irgendwann welche Leute nachfragen, wo ist vorbei, wo macht man es nicht mehr? Das ist für mich die Grenze, ist dann, ja, ich zeichne nichts, worüber ich nicht Bescheid weiß. Also, ich muss schon wissen, worüber ich da zeichne und nicht irgendwas einfach flach irgendwo herziehen. Das ist die Grenze. Aber zu sagen, ich mache keine Witze über Krebskranke oder über ALS, nein, mache ich auch. Weil ich gemerkt habe, selbst dass die auch Humor noch haben und auch gerade in den schwersten Momenten, ja, gerade die es am schlechtesten geht, finden meine schwarzesten Cartoons am besten. Ein ALS-Betroffener, der als Funktionär irgendwie jetzt in irgendeiner Organisation arbeitete, wirklich schon schwerst betroffen. Er konnte bloß noch kommunizieren per Teleprompter mit Augenzwinkern und mit Betreuern saß er. Der wollte mit mir ein Buch über ALS machen, Cartoons, wo ich ihn erstmal runterholen musste, sagen, so viele sind das auch nicht, die sich dafür begeistern würden und das ist ein heikles Thema.
da war für mich die Grenze, das ist eine tödliche Krankheit, da bin ich vorsichtig. Wie weit kann ich da gehen, was kann ich machen? Und, aber selbst der wollte, wie gesagt, ja, das im Humor verarbeiten. Und da kann ich dann nicht sagen, ich mache jetzt keinen Witz über Krebs oder. Ist Quatsch, ist das. Und deswegen sage ich auch immer, die Grenze verschiebt sich eher bei mir, als dass ich sage, jetzt ist da fest und aus, vorbei. Worüber ich keine Ahnung habe, sage ich nicht ran. Mache ich nicht. Und soweit ich mich aber da informieren kann und es kann funktioniert, mache ich es. Oder irgendwas schließe ich sich aus, darüber zu zeichnen. Aber zur Konsequenz zu sagen, irgendwie den Rahmen sprengen. Ja, gut. Da gibt es viele Möglichkeiten zu sprengen, aber ich weiß nicht, ob ich da nun konsequent sage, es gibt nicht irgendwas, was ich vielleicht nicht machen würde. Schönen Comic wollte ich ganz gerne irgendwann nochmal zeichnen, aber das ist zeitlich und vom Aufwand her nicht so einfach zu machen. Und ja, da würde ich aber nicht unbedingt als Betroffenheit, weil mich sowas dann auch immer, also die Betroffenheitsgeschichten immer dann, wo man am Ende damit verjammern muss. Und das würde ich dann auch nicht machen, wenn dann wäre schon mal eine Richtung, dass irgendwie Humor da auftauchen würde. Wurde es Ihnen denn schon vorgeworfen, dass Sie den Rahmen gesprengt haben? Und ja, es gibt natürlich, es ist eine Frage auch der Auffassung von Humor. Ich habe einen relativ schwarzen Humor. Es ist natürlich logisch, dass dann viele sagen, jetzt nicht unbedingt wegen dem Thema, sondern allgemein, das ist schwarz. Weil ich auch mal die Fragen auch dann, wenn was Betroffene dazu sagen. Es gibt Betroffene, die bei mir gemeldet haben, dann sagt dann, das geht nicht. Oder du hast ja nur gut reden, dir geht es nur gut. Muss ich akzeptieren, hat ja auch, ist ja in Ordnung. Ich verlange ja auch nicht von ihm, dass er es gut findet. Mir geht es darum, dass er mir das erlaubt, dass ich das machen darf. Und nicht, dass mir, was sind viele andere, die nicht betroffen sind, mir so vorschreiben, das darf man nicht, macht man nicht. Ihr braucht es ja nicht zu kaufen, ihr braucht es ja nicht anzugucken, aber mir zu sagen, dass ich das nicht machen darf, das dürft ihr mir nicht sagen. Das kann mir ein Betroffener meinetwegen vorhalten, aber nicht ihr. Und in der Hinsicht ist natürlich die unterschiedliche Auffassung, aber bei Betroffenen ist aber eigentlich doch größtenteils, dass sie es gut finden oder auf jeden Fall akzeptieren und eben, was ich auch immer wieder sage, ich dann Vorschläge bekomme von anderen, die noch nicht gezeichnet wurden, Krankheiten, ey, wir möchten dabei sein, wir möchten auch einen Witz über uns haben. Ich meine, mit der Kritik kann ich sehr gut leben. Also das ist dann schon. Aber die richtig dann größere Kritik oder in dem Sinne, das darf man nicht, macht man nicht, kommt eben eigentlich von Leuten, die mit der Thematik nichts zu tun haben, keinen Betroffenen haben in der Familie oder sowas oder im Freundeskreis. Wenn man das sich jetzt in einem etwas größeren Rahmen anguckt, gerade in der Böhmermann-Debatte wurde relativ viel darüber diskutiert, was Satire und Sarkasmus darf und wo ihre Grenzen sind. Würden Sie in dem allgemeinen größeren Rahmen sagen, es gibt Grenzen? Ja, es gibt Grenzen, aber für mich sind die auch nicht statisch, nicht so fest, weil irgendwie doch verschiebt sich das dann teilweise wieder. Und Grenzen, wie gesagt, ich mache nichts, wo ich wirklich ich nicht Bescheid weiß. Also wo ich dann wirklich eigentlich auch mit Sachen über Islam oder sowas, darüber Witze machen, vorsichtig. Weil ich dann nicht genau Bescheid weiß, gehe ich lieber nicht ran, bevor ich mich da breittrete oder irgendwas. Ja, es gibt Sachen, wo ich vorsichtig wäre, aber direkt dann sagen, ja. Ist ja allgemein, kann man Witze über Auschwitz machen, sowas. Kann ich nicht machen, nein, kann ich nicht. Das ist logischerweise, weil ich damit nichts zu tun habe. Und würde ich auch nicht machen. Da wäre vielleicht auch eine Grenze, aber das ist jetzt wieder, ja, das ist das typische Beispiel. Aber drüber lachen dürfte ich. Es hängt davon ab, wie es gemacht ist. Es gibt ja so ein paar Komödien. Ich meine, Das Leben ist schön von Benigni, der ist ein bisschen klamaukig, sowas, aber wo das Thema aber auch ist. Es gibt auch eine andere Sache, ich weiß nicht, das liebende Film ist. Wo man das auch auf eine andere Art und Weise humorvoll gebracht hat. Und es gibt dann auch so ein, auf YouTube war es das, das fand ich so klasse, eine andere Geschichte, aber ein Auschwitz-Überlebender hat diesen Song, ich weiß nicht, von Gloria Gaynor, I Survive, also ich habe überlebt, hat sich vor den Öfen hingestellt mit seinen Enkelkindern und hat da getanzt und hat gesungen, ich habe überlebt. Haben viele gesagt, geschmacklos. Fand ich nicht, ich fand das genial, wie er dann so den eigentlich dann den Nazis, er hat sie überlebt, den Stinkefinger so rausgegangen hat, wo man einfach dann schlucken musste, steht da und tanzt da und singt. Fand ich eine wunderbare, ganz klasse Umsetzung der Angelegenheit. Man sagen, André ist geschmacklos. Nein, das fand ich so eine geniale Angelegenheit, wo ich dann jetzt nicht lachen freudig war, aber da, wo ich sagte, Mensch, das funktioniert doch, das haut doch hin. Oder wenn wir sagen, Witz über Hitler macht man nicht, warum nicht? Da kann man doch erst recht bloßstellen, zu zeigen, mit Humor. Kann man viel mehr erreichen, finde ich, in dem Punkt, als wenn man da irgendwas zu drastisch und zu melodramatisch und da bin ich nicht der Typ für. Ist nicht mein Ding. Also, ist irgendwie auch bei den meisten Behindertenfilmen, die es gibt. Na gut, jetzt gibt es ja andere mit ziemlich beste Freunde und solchen Sachen, wo mir das auch wieder ein bisschen zu sehr zu lustig ist und es,
Jetzt übertrieben wird eine Angelegenheit. Also es gibt einen guten Film über MS, weil für mich der beste Film ist Go Now von Michael Winterbottom. Der lief aber auch abends um 11 oder was weiß ich und sowas. Ist aber so ein richtig typisch englisches Ding, wie eben solche Sachen wie bei Breast Off oder Trainspotting, wo das ein ernstes Thema mit Humor auch angegangen wird. Und bei Go Now habe ich so, sehe ich mich so teilweise selber wieder, weil der Ablauf, es wird eigentlich bloß geschildert, wie er die Krankheit bekommt und wie das Umfeld mit ihm damit umgeht. Mit seiner Freundschaft, seiner Freundin, mit der er nachher auch heiratet, aber wie das Problem auch immer auf sich bringt. Also alte Geschichten oder wie die Eltern einen da aufnehmen. Das kenne ich selber, wo ich ankam, meine Mutter sagt, du bleibst bei uns und wir kümmern sich um dich. Und genauso so ein Film, also wo mich der wiedererkannte den Ablauf der Krankheit, das zu akzeptieren, wie es funktioniert, wie es geht. Und am Ende taucht kein Professor Brinkmann oder irgendeiner auf und rollt nach Lord. Es geht ihm am Ende schlechter, aber es war dann heiratet zwar, aber ist kein, in dem Sinne kein Happy End, wie man sich das dann so wünscht ungefähr. Am Ende ist alles wieder okay. Und das ärgert mich, dass in solchen Filmen entweder es ist Klamauk-Komödie oder eben am Ende ist irgendwie eine Rettung, Heilung. Warum nicht? Einfach muss man so schildern, eine ernste Geschichte, die man auch so mit ein bisschen Humor, wie die Engländer das eben wunderbar können. Das ist mehr mein Ding, wo ich da. Es gibt auch einen deutschen Film, der nicht schlecht war, Eierdiebe. Da geht es über einen, der Hodenkrebs hat. Erzählt seine eigene Geschichte, Regisseur. Und Eierdiebe. Ja, das sind so Begriffe, die sagen die auf der Krankenstation auch. Die reden da und auch so. Warum soll ich das leugnen und sagen, das geht nicht, ist geschmacklos, das ist. Ganz oft wird es wahrscheinlich genau bei diesen Filmen der Fall sein, dass man versucht, ein breites Publikum zu erreichen und das breite Publikum ist besser anzusprechen, wenn es am Ende die Feel-Good-Happy-End-Komödie Ist gibt. richtig, ja, da bin ich ja. Aber trotzdem ärgert mich, man kann es auch oder allein, dass man aber dieses Thema Behinderung vielleicht einfach in der Alltäglichkeit in den Film mit reinbringt, nicht mit, als Hauptrolle, sondern vielleicht als Nebenrolle taucht ein Rollstuhlfahrer auf. Ich meine, in der Öffentlichkeit gibt es auch welche. Warum tauchen die da aber nicht auf und müssen, wenn dann schon irgendwas. Und es gibt unter Behinderten genauso arschliche Entschuldigung oder miese Peter, aber sind immer da, werden die immer gut dargestellt, immer positiv. Und was mich dann viel mehr ärgert, ist, dass es extra Sendungen gibt, wie Selbstbestimmt, wo dann Bus für Behinderte dann berichtet wird. Und die laufen dann morgens um 8 oder samstags mittags um 12 Uhr, kein Schwein Fernsehen guckt. Da gibt es auch Beiträge, die kann man dann ganz normalen Fernsehen auch zeigen. Also im normalen Berichten, im Monitor, also wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, kann man das beim Monitoraspekt oder sowas, oder Kultur, oder eben was Politmagazine natürlich die Berichte auch bringen. Warum muss das separat extra für Behinderte so ein Magazin gemacht werden? Und es gibt auch keinen Moderator, der meinetwegen eben ja, ohne Arme oder irgendwas oder im Rollstuhl. Warum muss Matthias Berg Pussy Paralympics als Begleitender, als ehemaliger Paralympicsieger und das konnte er gar nicht. Das ist ein wunderbarer Typen, der kann wunderbar moderieren dergleichen bei Veranstaltungen. Und ich kenne ihn, bin mit ihm befreundet, der hat damals den Kontakt auch zum ZDF hergestellt, mehr oder weniger. Jedenfalls. Warum tauchen die nicht auf? Ich muss als Nachrichtensprecher, muss ich doch nicht irgendwie stehen, auch da könnte ich im Rollstuhl. Ist ein bisschen überspitzt, aber die sind ja gänzlich raus. Man sieht bloß immer schöne, hübsche Menschen und wenn dann irgendwie da eine Beeinträchtigung, ach, und dann wird immer. Man könnte an dieser Stelle vielleicht sagen, dass die Debatte um Menschen mit Behinderungen noch nicht in den Großteil der Gesellschaft durchgedrungen ist und sich das momentan oder die Debatte vor allem in den Köpfen widerspiegelt, die sich auch hauptberuflich oder weil sie damit über familiäre Banden oder ähnliches in Kontakt stehen, auseinandersetzen und eben andere Teile der Gesellschaft nicht. Ja, ich muss auch eingestehen, wenn ich jetzt nicht selbst betroffen wäre, würde ich mich vielleicht für die Thematik auch nicht interessieren. Dann würde ich genauso draußen stehen und würde schon, was wollen die so ungefähr? Es ist traurig eigentlich, aber weil wirklich diese Allgemeinheit, das immer rausgedrängt wird. Wenn es in den Schulen schon anfangen würde, dass Kinder meinetwegen jetzt gemeinsam lernen, wo es möglich ist, ein ganz anderer Weg wäre das dann. Also, wo man für die ganz normal ist, dass es welche gibt, die im Rollstuhl sitzen oder die Probleme haben. Also, aber ist es, wenn ich nicht selber betroffen wäre, hätte ich diesen Einblick auch nicht. Und das ist dann auch wieder was Schönes durch meine Krankheit. Ich habe diese Möglichkeit gehabt und habe das Kontakte geknüpft und gesehen. Ich habe meinen ersten Workshop, den ich mal gemacht habe, den habe ich in Davos in der Schweiz gemacht. Da habe ich eine Einladung bekommen, riefen die mich an vom Paraplegikerverband Schweiz. Die machen da Maria Walliser, das ist eine Skirennfahrerin in der Schweiz. So was ähnlich wie Rosi Mittermeier, falls die euch noch was sagt hier. Nee. Das ist von dem Neureuther, die Frau. Also eine Skirennfahrerin. Sie was Bescheid. Skirennfahrerin, ich weiß nicht, die ist in der Schweiz immer bedeutende mehrfache Weltmeister gleich und deren Tochter hat Spina Bifida und sitzt im Rollstuhl. Und dann hat sie durch ihre Kontakte eben der Sponsoren rangeholt und macht dann einmal im Jahr, hat sie dann für Kinder, die im Rollstuhl sitzen, so zwischen 10 und 16, für 20 Kinder ungefähr, haben wir so ein Camp gemacht.
Die haben dann da Sport betrieben und irgendwas Künstlerisches. Und in dem Jahr wollten sie Cartoons und Malerei und fragten, ob ich da mitmachen würde. Die dachten auch, ich sitze im Rollstuhl. Und ich sitze aber nicht. Ja, habe ich überlegt, weil es für mich das erste Mal war, mit Kindern zu arbeiten in dem Sinne. Und dann, ja, weil ich so einen Workshop nicht gemacht habe. Wo es dann auf der anderen Seite eine Woche Davos. Ich wäre blöd, würde zu sagen, ich fahre nicht eine Woche nach Davos. Ich weiß dann, jetzt wurde ich auch noch bezahlt. Aber es war eine der schönsten Wochen, die ich hatte. Die Kontakte, ich bin jetzt auch mit den Schweiz immer noch in Kontakt, arbeite ja für die auch mit regelmäßig. Aber da mit den Kindern, die wirklich, der Großteil, der wirklich bloß im Rollstuhl nichts anderes kennt außer Rollstuhl, die wurden dann wirklich mal eine Woche rausgeholt, weil viele waren immer, einige waren im Heim und einige waren bei ihren Eltern und werden sie bemuttert und betuttert von allen Seiten. Und da konnten sie mal so ein bisschen lockerer angehen. Und welchen Spaß ich mit denen gehabt habe und welchen Spaß die auch hatten, wenn man noch dieses Bild hat, als Rollstuhlfahrer und dann als Kind noch sitzt man in der Ecke, muss dann jammern und trauern und sowas. Gar nicht. Ich meine, die kannten das nicht anders, die haben einen Spaß gehabt. Ich mir daran denke, der eine hatte Muskelkrankheit, Muskelschwund. Der musste nachts, da musste der Pfleger klingeln, um ihn umzudrehen. Er konnte sich nicht selbst umdrehen. Der ist trotzdem in seinem E-Rolli rumgepeikt und hat nachher mit Hockey gespielt und sowas. Ich habe mit dem Witze gemacht. Trotzdem haben die das Leben richtig schön genossen. Und das ist so ein Punkt, eine Erfahrung, die ich vielleicht mal anderen wünschen würde, die einfach darüber urteilen und sagen, oh, das ist doch schlimm. Und wenn welche sagen, Unfall, oh, heißt der Sturm, vielleicht besser, als wenn man im Rollstuhl sitzen würde oder ich will nicht im Rollstuhl sitzen, dass ihnen gar nicht bewusst ist, den Leuten das lebenswert aberkennen, die im Rollstuhl sitzen. Was es denen gegenüber das bedeutet, zu sagen. Ja, und dann aber allgemeine Umgang, weil sie, das war so für mich eine Erfahrung auch, wie man ein bisschen Selbstständigkeit bei den Geschichten wie die gleichen, die ich erzähle. Im ersten Abend waren sie in der Pizzeria. Und dann die Kinder saßen zwei Tische weiter weg, während die Betreuer einen extra Tisch saßen. Da guckt ihr schon mal komisch, wie kann das funktionieren? Das war abgesprochen mit der Pizzeria, mit der Bedienung. Aber die Kinder sollten alleine bestellen. Die sollten mal alleine für sich, nicht immer bemuttert werden, sondern mal alleine was machen. Das war klasse, war ein Highlight in dem Sinne für die dann so Sachen. Oder dann hatten sie eine Aufgabe, da sollten sie sich ganz Davos fahren und sollten irgendwas für einen Euro, irgendwas Gelbes sich besorgen. Ganz alleine durch sämtliche Geschäfte fahren durch Davos. Das haben die gemacht, das war eine Aufgabe dann. Nachher wurde dann ein Sieger prämiert oder zumindest dann ausgezeichnet, wer das schönste Stück für einen Euro bekommen hat. Und die Geschäfte haben mitgemacht, die kannten das ja mittlerweile oder zumindest dann haben sie sich dagegen quergestellt. Und am letzten Abend gab es dann eine Disco mit der Dorfjugend da in Davos. Da war auch dann eine Gruppe die Rollifahrer und da dann die normalen Jugendlichen, Anführungsstrichen. Zuerst haben die Rollifahrer getanzt und rumgerockt. Als dann einer umkippte und dann schnell wieder reinkrabbelte in den Rollstuhl, guckten, dass man alle entsetzt, wie kann das sein, so ungefähr. Dann fingen die an, so ein bisschen Breakdance zu machen, um so ein bisschen was zu machen. Und am Ende des Abends standen die zusammen, haben sich unterhalten und haben gemerkt, das sind ja, mit denen kann man ja sich unterhalten. Also, aber es gibt zu wenig solche Möglichkeiten, wo diese Kontakte stattfinden. Das ist das. Und das, wenn du in der Schule anfangen würdest und die Kinder schon wissen, dass es sowas gibt, oder zumindest, dass es diese Leute gibt, dann ein ganz anderer Umgang, glaube ich schon. Als wenn ich als Erwachsener kann ich mir das im Kopf dann die meisten nicht mehr. Weil immer sagen, alle gemeinsam lernen, ist so ganz einfach sehe ich das nicht. Also es gibt viele, die nicht einfach, wo es zusammen geht mit dem Lernen. Das ist die einfachste, erste Variante. Auch ein Freund aus der Schweiz meinte das, der ist Betroffener und auch, ist auch Arzt. Der meinte eben nicht unbedingt gemeinsame Klassen, sondern allein schon erstmal ein gemeinsamer Schulhof, eine gemeinsame Schule, dass sie auf dem Schulhof sich dann in den Pausen treffen und so. Da würde es anfangen. Da war mal eine Veranstaltung hier in Sachsen-Anhalt vom Lehrerinstitut und da sprach dann eine Staatssekretärin und mit der erzählte ich dann darüber auch und brachte das Beispiel an. Da sagte sie auch, ja, das haben wir mal auch gemacht. Und was haben die Lehrer gemacht? Die Lehrer haben Zaun gezogen. Also das ist bei vielen Leuten im Kopf doch, wo eine Menge gemacht werden muss, dann sich kapieren. Ich habe auch einen Fall aus Thüringen auch erzählt, da haben sie für eine Rollstuhlfahrerin in der Schule eine Rampe gemacht. Da haben sie einige Lehrer beschwert über das Gelände, da besteht Unfallgefahr für die anderen Kinder am Gelände, wenn sie rumturnen. Ja, also Inklusion ist noch verdammt viel zu tun, erstmal auch in den Köpfen die Leuten klarzumachen, was das heißt. Und so, ja, da können sie auch eine Menge rausschneiden. Das wird auf jeden Fall eine Arbeit sein, die in den nächsten Jahren für all diejenigen ansteht, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch beruflich diesen Weg wählen werden. Also die Möglichkeit gibt es nicht, da jetzt einfach die Segel zu streichen, oder? Gibt es nicht, also es ist ein Thema, aber reden alle von Inklusion, aber so richtig wissen sie auch nicht. Jeder hat eine andere Vorstellung davor und viele denken natürlich auch wieder, ach, dann, wenn Sonderschulen geschlossen werden, dann sparen wir Geld oder so.
Das kostet erstmal ganz schön Geld. Also das ist nicht zu sagen, dass das für einen Nulltarif zu haben ist. Das wird erstmal Geld kosten, weil man gar nicht die Lehrer dafür hat. Also wenn man wirklich gemeinsam lernen will, dann brauchen viele eine Betreuung. Und das ist, aber auch dann ist es immer so kurzsichtig, jetzt, wenn man jetzt wegen Baumaßnahmen meinetwegen jetzt, dass das rollstuhlgerecht ist und solchen Sachen. Ja, man muss sich überlegen, die Bevölkerung wird immer älter. Wie viele alte Leute rennen mit dem Rollator rum? Eine Frau mit einem Kinderwagen ist auch froh, wenn sie nicht eine Treppe gehen muss, wenn sie eine Rampe hat. Also nicht so vereinfachen, bloß auf, dass solche Baumaßnahmen als Kleinigkeiten, dass die bloß für Behinderte sind. Das ist auch schöne Sachen für andere. Also, aber das ist ein Punkt. Also Inklusion ist ein sehr breites Feld, aber da wissen die meisten nicht so recht, was es eigentlich ist, und jeder hat andere Vorstellungen. Ja. Versuchen wir mal zurück auf Ihre Cartoons zu kommen. Sabine Grundfort sagte mal, dass in ihren Cartoons nicht der Behinderte der Dumme ist, sondern der, der nicht mit diesen klarkommt, mit den Cartoons. Was würden Sie sagen, liegt aktuell die Behinderung eher bei der Person, gesellschaftlich gesehen, oder doch eher in der Rolle der Gesellschaft, die es nicht schafft, die Person zu integrieren in ihre Mitte? Ja, sowohl, also ja, ist schon was dran an Sache. Also in dem Sinne ist ja, bei wem, wer ist da wirklich Behindertenangelegenheit? Und es ist, bei einem Großteil der Zeichnung ist es wirklich so, dass ich eigentlich den auf die Schippe nehme, der auf der anderen Seite steht. Da auch Sachen darstelle, und ist natürlich dem Thema geschuldet, das kann man wunderbar verarbeiten, und stelle meinetwegen dann die anderen da, in dem Sinne eigentlich bloß. Aber dass ich mich über Behinderte nicht lustig mache, stimmt auch nicht. Es sind viele Witze auch bei, die meinetwegen flach sind, wo ich mir einfach auch darüber lustig mache. Das muss ich auch vertragen. Ich bin auch selber betroffen. Mache ich auch gerne. Also das gehört schon auf jeden Fall dazu, dass man sich über sich selber lachen kann. Das ist das Wichtigste bei Angelegenheit. Aber es ist natürlich ein Großteil der Zeichnung, oder das Thema ist dann wirklich, wo ich eigentlich dann die anderen, und das ist ja dann auch, ich habe jetzt einen Spruch gemacht mit Behindert, man wird behindert. Ich weiß nicht. Weizsäcker hat ja auch immer so einen weisen Spruch gemacht, und wo schon was dran ist, wer ist dann wirklich behindert? Was ist die Definition mit Behinderung überhaupt? Eine Angelegenheit. Und Sie sagten mal, auf der Straße würden Personen öffentlich eher eine Ablehnung über Witze kundtun, wenn über das Thema gesprochen wird, und eigentlich aber eher doch eine Zuneigung dazu hätten. Glauben Sie, im Zuge eines politisch korrekt sein, gibt es gewisse Neigungen, Tendenzen, die wahre Meinung zu dem Thema zu verschleiern? ja, es ist, weil es in der Öffentlichkeit eigentlich noch so ein Tabuthema ist, dass dann viele sagen, so ungefähr, oh, das macht man nicht, das finde ich nicht so gut. Oh. Aber weil ich auch selber erlebt habe, wenn sie nicht beobachtet werden, dann reagieren sie ganz anders drauf. Ein Großteil. Also es gibt wirklich welche, die sich das ganz wegschieben, die das gar nicht haben wollen, das Thema. Und andere, die dann eben das dann bewusst im verdeckt, oder zumindest die dann sagen, ja, im stillen Kämmerlein mehr oder weniger. Es ist. Man veranstaltet auch immer dieser Punkt dann auch jetzt mit den, manche, die das gar nicht interessiert, das Thema, ganz von sich wegschieben so ungefähr und sagen, das geht mir nichts an, wo ich auch immer sage, das ärgert mich, wenn einer sagt, das geht mir nichts an, also angehen tut dich ja schon was, du kannst einen Schlaganfall bekommen, Unfall, es kann sehr schnell gehen, also du kannst sagen, es interessiert dich nicht, aber, oder es gefällt dir nicht, aber es geht dich nichts an, das stimmt nicht so ganz. Und ja, aber es ist, in der Gesellschaft ist es noch ein Thema, aber da macht man sich nicht drüber lustig. Und das habe ich die Befürchtung, dass es teilweise jetzt, weil im Zuge dieser Political Correctness jetzt noch ein bisschen verschärfter vielleicht wird, aber das hindert mich jetzt nicht daran, da trotzdem in der Richtung weiterzumachen. Aber ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass da macht man sich nicht drüber lustig. Das ist eben dann, ja, ist ein Tabuthema noch. Verändert denn die Rolle den Standpunkt zu dem Thema Behinderung und wie man sarkastisch damit umgeht? Also gibt es einen Unterschied, ob ich selber betroffen bin, ob ich jemanden in der Familie oder im Freundeskreis habe und dadurch beteiligt bin, ob ich vielleicht gänzlich unbeteiligt bin, im Behindertenbereich arbeite oder mich vielleicht wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetze und jetzt das den Rahmen dessen erweitert, was ich sagen darf oder wie ich mit dem Thema umgehe? Macht verdammt viel aus. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht in dem Zuge Behindertenwitze machen, wenn ich nicht selbst betroffen wäre. Ich sage zwar, man muss nicht betroffen sein, um Behindertenwitze zu machen. Wenn der Witz gut ist, okay. Das Entscheidende ist der Witz nicht, wer ihn gemacht hat, weil das wäre wieder eine Ausgrenzung, die man ja eigentlich vermeiden möchte. Also wäre dann wieder die Ausgrenzung wie Behinderten und da sind dann die anderen. Aber auf der anderen Seite könnte ich die Witze ja auch nicht machen, wenn ich nicht drinstecke in der Materie, wenn ich nicht weiß, was ich da mache. Es gab ja auch mal einen, der sagte, er dachte, ich sitze im Rollstuhl jetzt nicht wegen meiner Krankheit, sondern wenn ich solche Witze über Behinderte, Rollstuhlfahrer mache, der kann wohl selbst im Rollstuhl sitzen, der muss wissen, wie das ist in dem Sinne. Das war ja wieder ein Lob, dass ich das so umsetzen kann, Situation.
Und in dem Sinne macht es verdammt viel aus, weil ich es immer auch immer mitbekomme, wo ich dann überrascht bin von Leuten, wo ich dachte, na gut, die werden keinen Bezug dazu haben, auf einmal dann, und dann kommt hinterher raus, ja, sie haben eine Familie betroffen oder einen Freund, der betroffen ist. Die haben einen ganz anderen Blickwinkel auf einmal darauf, auf diese Angelegenheit und sehen das mit ganz anderen Augen dann auch. Und das ist natürlich dann logischerweise ein ganz anderer Zugang zu dem Thema, als wenn ich einfach von außen oder wenn ich als, auch selbst wenn ich jetzt Medizin studiere und mich nachher damit beschäftige, muss ich mich ja erst auch so reinarbeiten. Das ist ein anderer Eingang, als wenn ich da persönlich betroffen bin. Und stehe ich moralisch in einer anderen Instanz da gegenüber jemandem, der komplett unbeteiligt ist? Nee, das finde ich jetzt nicht. Also das, ja, obwohl manche sagen, Behinderte kamen auch zu mir zu, da gibt es auch viele, die sagen, du darfst das, weil du betroffen bist. Finde ich nicht so gut, die eigene Sache, sage ich mal wieder, ja, weil dann ist, ihr grenzt euch damit selber wieder aus. Entscheidend das ist doch auch ihre Legitimation, die Cartoon zu zeigen. Ja, das lasse ich aber nicht raushängen. Also dem, dass ich sage, ich darf das, ich bin betroffen. Ich mache es manchmal so, als wenn einer mir ständig was vorhält, dann sage ich, okay, halt die Klappe so ungefähr, ich bin betroffen. Aber dann den Spruch klar, ich darf das deswegen, finde ich genauso blödsinnig, der Angelegenheit so ungefähr. Aber es gibt welche, die mir, es gibt so einen, der mich da so ein bisschen angepiekst hat, der nicht ganz Unrecht hat, aber wo ich dann doch ein bisschen Probleme habe mit ihm, ist ein einer in Bayern, der arbeitet doch in der Behindertenarbeit, ist selber blind und ist eine Vertrauensperson und so. Und der wirft mir eben vor, dass ich meine Cartoons, die ich auf Facebook veröffentliche, keine Bildunterschrift habe, also nicht beschreibe für Blinde. Habe ich gesagt, dass hier zeitlich für mich der Aufwand zu groß wäre und dergleichen und sowas. Und das lässt aber nicht gelten ungefähr und alles. Und dann Rabereien ein bisschen. Wo aber wirklich mich das ärgert. Aber es gibt auch Leute, die da vehement drauf pochen an Gelegenheit. Und der wirft mir eben vor, so ungefähr, ich lasse das so raushängen, so ungefähr, ich zeige noch mit der Begründung für betroffene Angelegenheit. Und das stimmt nicht. Das habe ich mir nicht angehängt, das Label. Das Label hängt mir die anderen an Angelegenheit, was ja dann okay ist. Aber ich selber renne damit nicht rum und sage, ich darf das und so. Das hat sich so ergeben. Und von der Sache her, ja, ist es aber moralisch besser auf keinen Fall. Das ist Humbug, ist das. Das finde ich jetzt in dem, ja, du darfst das und. Ja, einen anderen Zugang hat er dazu, zu dem Thema. Und das ist natürlich dann vom Vorteil. Und dann kann er sagen, okay. Wie ist es denn für eine Person meiner Rolle, die sich jetzt dazu entschieden hat, in dem Arbeitsfeld zu arbeiten, selbst so unbetroffen ist, aber auch irgendwie versucht, zum Beispiel Alltagserfahrungen zu verarbeiten und das vielleicht auch auf eine sarkastische Art und Weise. Habe ich einen anderen Zugang dann zu dem Thema? Ich glaube schon, allein durch den Kontakt mit den Leuten wird man einen ganz anderen Zugang bekommen. Also zum Beispiel, wo ich auch, ja, da muss man wissen, mit wem man das dann zu tun hat. Weil bei meiner Augenärztin, die da Empfangsdame dergleichen, die kennen mich ja da und deren Bruder hat die Diagnose ALS bekommen. Dann kamen sie ins Gespräch und dann erzählt sie mir einfach, das war relativ schwer schon. Und nach einem Jahr saß sie schon im Rollstuhl. Und der war jetzt auch in so einer Reha-Klinik gewesen in Brandenburg. Und schickte dann ihr auf einmal dann per MMS und so ein Bildchen, wo er ein Cartoon von mir hochhält und sagt, oh, klasse Humor, mein Betreuer hat mir das gezeigt. Und dann hat sich der kaputt, weil er sagt, na, den kenne ich, der ist bei uns Patient. Und dann haben wir dann ein Selfie gemacht, haben mir ein Buch signiert, habe ich ihn geschickt und sowas. Also da hat der Betreuer ein sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt, weil er wusste, ich meine, der ist mittlerweile verstorben, weil schwer ALS und das ist natürlich dann am Ende. Aber er hat trotzdem gewusst, er kann mit dem noch Humor machen. Und wenn so eine Beziehung zwischen Betreuern und den Leuten entsteht, ist natürlich dann der Zugang für ihn als Betreuer, ja, dann ist es optimal eigentlich. Und er darf auch solche Witze machen, weil er weiß, er kann es mit dem machen. Er muss aber selber das natürlich dann, es gibt Leute, die auch sagen, die wollen das nicht haben oder so. Aber wenn so das Verhältnis ist, dass einer erkennt, dass er der noch solchen Humor verträgt, dann ist es schon optimal, dann ist es gut. Aber ja, mein Freund aus der Schweiz, der Arzt, der machte Segellager am Bodensee in Abern, machte so eine für Kinder im Rollstuhl so Segelunterricht, also eine Woche segeln. Mit sechs kleinen Jollen. Und der hat als Betreuer in der Woche, hat er gerne Studenten oder Schüler, also ungefähr ein bisschen gleichaltrig mit den Kindern, das sind nicht ausgebildete Sonderpädagogen oder Sozialpädagogen, weil die größtenteils ihre vorgefasste Meinung haben. Er will ganz gerne welche, die unbefangen rangehen und mit den Kindern dann erst selber noch lernen müssen, wie gehe ich mit um. Also mit denen kommunizieren müssen, um zu sagen, wie sollst du mir helfen und sowas. Und als wenn einer, der jetzt frisch von der Schule kommt, das, wie sie meinten, wegen des Abschluss haben, ich habe das so und so gelernt, ich muss das so abarbeiten. Also vielleicht erstmal offen sein, wie ist er selber drauf, wie will er vielleicht behandelt werden. Und nicht, dass einer schon seine feste Meinung hat.
Und das fiel so gut, schön, meine Tochter hat da zweimal mitgemacht, hat dann einfach nur unbefangen, die vorher keinen Kontakt jetzt so direkt mit betroffen, außer mit mir oder aber als Busbegleitperson. Und da musste ich auch mit denen beschäftigen. Hat dann mit ihren, hat auch Freundschaften geschlossen, mit den Späßchen gemacht und alles Mögliche. Aber sie mussten dann sich selber kommunizieren und klarkommen, wie können wir uns am besten helfen und sich und nicht. Und während dann einer, der kommt, einen festen Plan hat, so das muss ich jetzt so machen, so muss ich ihn ansprechen oder sowas, dann. Also unbefangen, man sollte nicht vielleicht zu sehr schon vorgefestigtes Bild haben, also wenn man sowas angeht. Aber es ist gut reden, also wie es dann nachher abläuft. Sie haben jetzt eben auch schon selber so ein bisschen Ihre eigene Rolle in Frage gestellt. Oh, Verzeihung, das ist eine Fensterputzer. Darf ich das noch kurz? Sie haben jetzt schon ein paar Mal andeuten lassen, dass Sie Ihre Rolle in Bezug auf Behinderungen vielleicht ein bisschen anders sehen, als man das im ersten Moment denken würde. Wenn man von Ihrer eigenen Rolle in Bezug auf eine Behinderten-Community sehen will und wenn man überhaupt von einer solchen sprechen kann und wenn es eine gibt, handelt es sich vielleicht um eine sehr heterogene Gruppe. Kann man Sie als Fürsprecher dieser Gruppe sehen oder einer dieser Subgruppen? Gibt es Reibungspunkte mit Personen dieser Gruppierungen und sind sie vielleicht auch Fürsprecher wider Willen? Wenn ich mir Reportagen angucke, ist es immer sehr ungern, dass sie als Sprecher einer dieser Gruppen gesehen werden. Zumindest wirkt es so. Ja, ich will mich da jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich bin jetzt kämpfe für die bessere Welt und ich bin da wirklich einfach hingeschoben worden von den betroffenen Serben, die mich da hingestellt haben. Kann ich dann nicht verleugnen, dass ich mit meinen Arbeiten das ja auch irgendwas mit erreiche und muss natürlich dann annehmen, die Rolle. Aber ich will jetzt nicht jetzt im Vordergrund stehen und sagen, ich bin jetzt einer der Kämpfer. Ich helfe gerne damit und wenn meine Zeichner mit dazu beitragen können, in Ordnung. Und es gibt da wirklich, wie wir sagen, die Gruppe ist wirklich, es gibt da welche, die in die Richtung gehen, dann wieder welche da. Mich ärgert allein schon, wenn ich sehe, wie viele unterschiedliche Selbsthilfegruppen bei einer Krankheit es gibt. Also jetzt so Selbsthilfegruppen und dergleichen, die nicht mal da zusammenarbeiten können. Wo ich dann sage, Leute, ihr habt ein gemeinsames Ziel, kommt euch da wenigstens da ein bisschen näher. Ich kenne es aus meinen eigenen Selbsthilfegruppen, wie oft die sich zerstritten hatten über Lappalien, wo ich sage, was soll der Quatsch? Ich meine, ihr habt ein anderes Ziel oder ein gemeinsames Ziel. Macht euch doch mal da ein bisschen stark. Aber das ist wirklich so unterschiedlich. Die eine geht in die Richtung und dann ist es, ja, es gibt da so ein paar Sachen, was ich vorhin schon ansprach mit diesen Begrifflichkeiten, also jetzt mit Menschen mit Behinderung oder Behinderter nennen. Es gibt so Sachen, die Leute, die extrem darauf achten, auf solche solchen Kleinigkeiten, sich da hinterherhängen, wo ich dann sage, ein bisschen vorsichtiger oder das sage ich mal, militante Behinderte so ein bisschen, die alle Rechte einfordern, die sie laut Gesetz haben. Und das funktioniert auch nicht. Da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Ich kann nicht von jeder kleinen alten Kneipe verlangen, dass sie eine Behindertentoilette hat. Das geht ihnen dann scheinbar. Das geht nicht. Man kann es nicht. Wo es geht, in Ordnung. Aber es gibt welche, die vehement sämtliche Rechte einfordern und verlangen, das muss sein. Und nein, es muss versuchen, gemeinsam irgendeine Lösung zu finden und dann. Da gibt es dann unterschiedliche Gruppen und da ärgert mich das dann auch, dass dann anstatt ein gemeinsames Ziel dann versuchen, doch gemeinsam auch zu kämpfen. Ja, und ich versperre mich so ein bisschen dagegen. Ich möchte nicht da jetzt hingestellt werden und als Funktionär, aber ich kann es nicht leugnen. Mit meinen Zeichnungen bin ich für viele einer, der das mitverfolgt. Und dann nutze ich das natürlich gerne. Es freut mich ja dann auch und ist ja schön, ehrt mich. Was mich aber wirklich am meisten freut, ist, dass der Punkt da, wo ich jetzt stehe oder diese Bedeutung, die ich habe, wo ich immer überrascht bin, wenn mich da bei Veranstaltungen ich eingeladen werde und die sehen mich da als Promi oder was dergleichen. Dass die Leute mich dahin gebracht haben, die Basis, also die ganz einfachen von unten, meine Zeichnungen haben damals verbreitet haben und mich dann bekannt gemacht haben, mich eingeladen haben zur Ausstellung, während damals diese offiziellen Seiten immer noch vorsichtig waren. Nein, Thema. Ich habe damals meiner dem Bundesverband der DMSG, also der Erkrankten, meine Zeichnung auch geschickt und die, nein, aus Rücksicht auf die Neubetroffenen wollen wir da lieber vorsichtig sein und nicht bringen. Kaum hatte ich den Hertie-Preis bekommen, also nach 6 Jahren später, hatten mich dann einzelne Landesverbände hingebracht und mich vorgeschlagen und habe ich dann bekommen. Tja, auf einmal war ich dann auch dann für sie dann interessant. Also wo ich dann merkte, irgendwann kommt ja doch an, also ich brauche mich da nicht, klingt ein bisschen eitel, aber es ist schön, wenn man weiß, wenn einmal man selber gar nicht so viel dafür zu tun muss, sondern die anderen da hinbringen und das ist dann schön und okay. Und jetzt muss ich mich natürlich damit da Aufgabe, okay, beschäftigen und mache ich auch gerne und bin bereit, aber ich möchte jetzt nicht so an vorderster Front, weil ich zum Beispiel das auch nicht verkörpere. Ich meine,
wie gesagt, man sieht mir keine Beeinträchtigung an, keine Behinderung in dem Sinne. Da ist es dann schon besser, es ist wirklich einer, der eine schwere Behinderung hat, einer wie Raul Krauthausen, der sich ja groß einsetzt, ist auch da, wo ich Sachen Probleme habe, aber das ist ganz normal, dass man nicht mit allen irgendwie... Aber das sind dann schon eher Leute, die das dann aus eigenem Erleben... Also ich kann ja nicht irgendwie Probleme mit Stufen oder Treppen in dem Maße mich beschweren, wie andere dann gingen. Und das sollen die machen. Ich kann ihnen dabei unterstützen und helfen, aber das ist nicht, dann nicht meine Aufgabe dann. Da sind dann wirklich richtig betroffen. Da gibt es genügend, die sich da engagieren und gibt solche und solche. Und ich habe dann aber auch irgendwie, was ich vorhin sagte, mit diesen Leuten, die dann vehement, und da zählt auch dieser Blinde mit zu, der mir dann vorschrieb, da muss Unterschriften und... Okay. Zum Abschluss würde ich eigentlich ganz gerne die Frage stellen, wenn wir jetzt ein Wunschkonzert aufmachen zum Thema Inklusion und Behinderung, was wäre Ihr Wunsch in dem großen Wunschkonzert, wie es weitergeht? Das muss man fragen. Naja, einfach für mich wäre es schon reichen, wenn das Thema wirklich mal, ja, dass es wirklich in der Öffentlichkeit ist, als das verstanden wird, worum es da wirklich geht. Also die wenigsten wissen ja genau, denken ja alle bloß an gemeinsames Lernen, aber das ist viel mehr Inklusion. Das ist nicht bloß gemeinsames Lernen und auch das ist dann nicht ganz so einfach, wie sich manche das vorstellen. Also, und dann immer so, ja, das ist was Alltägliches wird, dieses Thema, ein bisschen mehr. Es ist nicht bloß immer rausgekommen, was irgendwie ein Tag der Behinderten ist, dann wird da demonstriert, dann werden sie mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Da gibt es eine Sondersendung oder wird mal eine Themenwoche gemacht. Sondern das ist wirklich mal alltäglicher wird auch, dass man eben, ja, in der Öffentlichkeit oder einfach auch in den Medien das Thema mal präsent ist und nicht bloß immer separat in der Behinderten-Ecke Schiene läuft und dann, wenn wir Paralympics sind, dann werden sie alle hochgelobt, welche Leistung und wie toll und klasse alles, aber ansonsten ist da tote Hose. Also es ist, ja, die großen Botschaften formulieren ist nicht mein Ding. Glauben Sie, dass es momentan eher darauf hinausläuft, dass immer nur zu bestimmten Zeitpunkten eine gewisse Glorifizierung von Menschen mit Behinderung stattfindet und dann werden sie wieder weggeschoben und alle zwei Monate dann nochmal ausgepackt? Ist vielleicht nicht mehr ganz so extrem wie früher, aber ist noch so ein Punkt. Also diese Glorifizierung sollte man davon runterkommen, sondern weil es alltäglich ist, dass es also ganz normale Menschen sind und nicht immer bloß mal die Helden rauskommt und oh, wie du es meisterst und toll und klasse, sondern einfach alltäglich das bringen. Das ist für die das normale Leben meinetwegen jetzt und das ein bisschen runterstufen und dann meinetwegen auch sagen, wenn einer da Blödsinn baut oder was weiß ich. Das zeigt eigentlich viel mehr, dass es normale Menschen sind, wenn es da nicht bloß Helden gibt, sondern auch Idioten, die da runterlaufen. Also jetzt diese Alltäglichkeit ein bisschen mehr reinbringen. Aber das ist auch wirklich, wenn ich mich nachher betrachte, ja aus meinem Blickwinkel, weil ich mit Betroffenen zu tun habe, sehe ich natürlich auch viel mehr Betroffene als einer Außenstehender. Gut, sie haben im Studium damit so und so zu tun, aber andere in der Öffentlichkeit, kann ich denen Vorwurf machen? Ich meine, die sehen ja draußen keinen. Welche Rollstuhlfahrer, bei meiner Krankheit MS sind viele, die dann wirklich in Depressionen verfallen und dann auch zu Hause rumhängen. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann geht das nicht. Das ist ein Punkt, wo ich jetzt mit Raul Krauthausen so ein bisschen, er ist sehr selbstbewusst, bringt das Forsch raus und verlangt das von anderen aber auch oder bringt dann seine Beispiele an und wie er dann, weil er Heime und sowas furchtbar findet und alles, das ist ja kaserniert und sowas. Ja, okay, aber er hat eine 24-Stunden-Betreuung von 5 Leuten. Das darf man auch nicht ganz vergessen und das kann sich nicht jeder leisten und es hat nicht jeder Selbstbewusstsein zu sagen, ich schaffe das alleine. Da wird verdammt viel Selbstbewusstsein. Allein schon Rollstuhlfahrer hier meinetwegen in der Straßenbahn. Wenn da keine ebenerdige Übergang ist, dann muss der Straßenbahnfahrer halten, dann muss er Klappe runterlassen. Gucken Sie sich mal die Blicke der anderen Straßenbahnmitfahrer an und wie die den Behinderten angucken, weil der sie aufhält. Und da muss der Selbstbewusstsein sagen, das geht mir am Hintern vorbei und das haben die meisten nicht. Oder wenn du auf dem Bahnsteig stehst und diese von der Bahn auf diese Hebebühne. Haben wir schon erlebt, dass sie für die 10 Minuten, die umsteigen muss, auf der Bühne stehen lassen, den Rollstuhlfahrer. Dann steht er da oben und dann gucken die Leute an und ja, dann sollten mal die Bahnfahrmitarbeiter mal oben sitzen und mal sehen, betrachtet wie im Zoo. Also solche Kleinigkeiten dann. Vielleicht schaffen wir einen Anfang, Gespräche mit Personen zu führen, die betroffen sind und nicht nur darüber zu reden. Ja, also das Entscheidende. So, wirklich, was ich meinte, dass Kinder schon den Kontakt damit haben. Ich habe mit Salzburg habe ich ein Malbuch gemacht für Kinder im Vorschulalter. Und da haben die Kinder dann die Sachen ausgemacht. Da waren also Figuren, Kinder im Rollstuhl und nicht im Rollstuhl, die irgendwas Gemeinsames machten. Spielplatz oder im Schnee rumtoben.
für die Kinder, die ausgemalt haben, war als erstes wichtig, ist da ein Schneemann oder ist da ein Hase oder sowas, nicht, ob da ein Kind im Rohr sitzt oder nicht. Und über diese Schiene so langsam haben dann die Pädagogen, die damit zu tun hatten, dann auf das Thema so ein bisschen hingebogen, darauf angesprochen. Also da, wo die Kinder noch wirklich unbedarft sind, die auch rangehen und fragen, was hast du da? Wo Erwachsene sagen wollen, nie, nie. Das, also da anfangen, ein bisschen lockerer anzugehen. Irgendwie. Ich finde das ein sehr schönes Ende. Ich bedanke mich für das Gespräch und danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich danke auch.